Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken Uncharted 1, Drakes Schicksal. Wir werden jetzt die Kampagne gemeinsam auf extrem schwierig durchspielen. Und werde dir zeigen, wie wir das Ganze machen, wie wir das am besten durchzocken können. Weil man muss sagen, es ist nicht ohne. Wenn man nicht, sagen wir mal, vorsichtig ist und nicht aufpasst, dann kann man ganz schnell sterben. Vor allem, ich glaube, mit zwei Kugeln. So, wir überspringen das mal. Deswegen werde ich euch hier ein paar Tipps geben, wie ihr das am besten machen könnt. Einfach hier in Deckung gehen. Aufs Fass schießen. So. Lass mal reinkommen. In die Geschwindigkeit. So, dann kommen rechts welche, dann schießen wir da auf die Fässer. Dann gehen wir hier schön in die Ecke sozusagen. Können wir dann ein bisschen so bouncen, sag ich jetzt mal dazu. Gucken, in die Ecke gucken. So, da kommt noch ein Schiff. Also ich werde euch hier einige Tipps geben, wie ihr das auch einfach, wie ihr das ganz einfach machen könnt. Weil, wie gesagt, das ist nicht ohne das Game, beziehungsweise der Schwierigkeitsgrad. So, dann verletzen wir mal, dann machen wir mal eine Kombi. Nee. Zack, snacken uns die Muni, laden mal nach. So. Jetzt so einfach wie möglich machen, damit das auch wirklich jeder versteht. So, jetzt kommen zwei Boote. Wir stellen uns hier einfach in die Ecke und können beide Seiten angucken oder beobachten. So, jetzt wechseln wir mal den Blickwinkel. So, der lebt noch. Zack. So, da müsste links eigentlich jemand kommen. Ah, nee, jetzt kommen erst zwei. Ich hab mich vertan. So, wie gesagt, wir stellen uns hier in die Ecke. Aimen hier ab. Wir kommen als erstes hoch. Müssen wir schnell killen. Laden wir nach, wechseln die Richtung. Ja, und töten die einfach. Also jetzt kommt schon das Boot mit dem MG. Da machen wir einfach so, wir bewegen uns mit dem Boot mit. Okay, das ist nicht gut. Immer schön nach rechts. Hoppala. So, schön mit dem Boot mit. So, und dann haben wir das auch schon, das Ganze. Ja, der Anfang ist Pipifax. Ich glaube, da kann man sogar gar nicht sterben. So, überspringen wir das Ganze mal. Und dann fangen wir mal mit dem zweiten Kapitel an. Also eigentlich, also ich will es so machen, dass wir immer Kapitel für Kapitel machen, aber da jetzt hat das erste nur 3 Minuten gedauert hat, lohnt sich das jetzt nicht hier abzubrechen. Deswegen machen wir den zweiten auch noch. Und dann machen wir Part für Part. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt. Und was ich noch sagen wollte, das ist wichtige Information, beziehungsweise vielleicht auch eine erleichternde Information für dich. Ich habe Uncharted noch nie gespielt. Also ich habe keinen einzigen Teil durchgespielt. Ich habe erst jetzt vorgestern mal ein bisschen gezockt im Livestream. Sonst habe ich nie Uncharted gespielt. Und ja, ich will damit einfach sagen, wenn ich das schaffe, dann kannst du das auch locker schaffen. Muss einfach mit Köpfchen spielen. Schön langsam, geduldig. Immer schön in Deckung bleiben. Und Mann, wissen, wann und wo die Gegner spawnen. Und dann schaffst du das auch. Aber auf jeden Fall brauchst du hier echt viel Geduld. So, wir müssen hier nach links. Na, das sieht doch gut aus. So, dann klettern wir hier nach oben. Wer hat das wohl gebaut? Inka? Nein, das ist noch älter. Dann springen wir hier rüber. Jahre älter. So, dann geht's hier nach oben. Gefunden. Bis jetzt nicht. Da lang. Ups. Da oben. Huhu. Ja. So, dann halten wir uns hier mal an der Kante fest.
Zack. So, und dann schmeißen wir hier mal den Kopf runter. Ja, und dann können wir auch schon runterklettern. So, dann geht's hier runter. Ja. Die Spanier haben echt viel Mist da. So, dann bitte hier drauf schießen. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. So, dann gehen wir hier mal kurz an den Stein ran. Oder an die Kette. Ziehen das kurz hoch. Das wird gleich eh fallen gelassen. Weil wir das ja anscheinend nicht können. Wir sind zu schwach. Wir brauchen einen Big Boy. So, da kommt er schon. Zack. So, dann können wir das hier mal ranschieben, damit er rüberkommen kann. Okay, lass los. Das müsste halten. Zack. Mach schnell, Sally! Das war mir etwas zu knapp. Oh ja. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? So, Moment, schauen wir das Ganze ich doch. An. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Machen wir mal das Tagebuch auf. Hier. Schließen das einfach. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu und sein. Und dann wird das gleich versuch anzünden. Mal, das da hast du so oft über die Zigarre aber ich denke, gemacht. Das kennst du jetzt sowieso schon. Nutzt sie uns, was? So, dann schießen wir hier einmal bitte drauf. Klick. Cool. Und dann verbrennt das Ganze auch schon. So, wir gehen nach links. Und springen hier mal ein bisschen rum. Vor 30 Jahren vielleicht. Oh nein! Zack. So, und dann müssten hier Fässer sein. Genau, hier sind die Fässer. Wir müssen kurz auf ihn warten. Wir brauchen ja seine Streichhölzer. Streichhölzer. So. Dann geht's auch schon weiter. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Hey, da passiert was. So, dann klettern wir hier mal rüber. Das erste Symbol haben wir schon aktiviert. So, dann. Hoppala. Zack. So, dann bitte das hier aktivieren. Und dann gehen wir schon auf die andere Seite. Zack. Ja.
Und dann müssen wir nur noch eins aktivieren und dann haben wir das Rätsel auch schon gelöst. Zack. Klick. Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Hey, pass gut auf da unten. So. Dann schieben wir mal den ganzen Stein hier mal voran. Zack. Und dann füllt sich auch hier diese, ja. Okay, das bringt was. Diese Grube, sag ich jetzt mal, mit Wasser. Ja, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Juhu. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Jetzt bin ich nass. So. Zack. Der ist wie so ein Kletteraffe. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? So, und dann schießen wir die Fässer kaputt und dann kann er rüberkommen. Da ist er schon. Nicht ja, und schlecht. Dann geht's schon weiter. Jetzt müssen wir das Tor hier öffnen. Ich nehme den hier. So. Sieht sicher aus. Das glaube ich nicht. Hey, komm da raus. Ah! Zack, wieder nach rechts. Okay. Das natürlich nicht machen. Ich habe zu spät gedrückt. Mach mal schnell. So. Dann haben wir es auch geschafft. Jetzt ist hier alles runtergefallen. Ich hab's geschafft! Aber ja, nichts bitte nicht sterben. Das war natürlich nicht geplant. Aber du siehst, ich als Uncharted-Anfänger sterbe auch, sagen wir mal, relativ schnell, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann es noch nicht so gut einschätzen. Mit dem Jump and Run. So. Aber das kriegen wir alles hin. Ah, hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Halt, Sally, hörst du das? Sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Ein kleines Schiefchen. So, dann überspringen wir das Ganze mal und jetzt müssten wir in Kapitel 3 sein. In ein überraschender Fund. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wie gesagt, ich will Part für Part machen. Wir haben jetzt Part 1 und 2 zusammen gemacht, weil der erste Part am Schiff nur 3 Minuten gedauert hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im dritten Part. Also, bis gleich.